Disclaimer. Dieses Video ist bereits vor einiger Zeit aufgenommen worden. Deshalb beziehen sich einige Informationen und Aspekte auf Ereignisse in der Vergangenheit. Wir bitten, dies zu beachten. Des Weiteren, das gegen Ende erwähnte Telefonat wurde unter Verwendung meiner unendlich übermächtigen Schnittkünste entfernt. Also nicht wundern. Servus Leute, hier ist der Pedros. Und euer Basti, servus. Und wir sind die Halo WG. Ja, und heute sind wir nicht auf unserem Kanal, sondern auf dem Kanal von Psycho und Quert. Und auf unserer Seite ist heute der Quert. Genau, das wäre dann meine Wenigkeit. Und ja, ja, wir haben schön uns heute zusammengefunden, um gemeinsam ein Video zu fabrizieren. Jetzt könnte man sich so jemanden, so eine Schmiede vorstellen. Also dieses typische Bild, ja, von irgendeinem so Kerl, wie er mit dem Hammer so tsching, tsching draufhaut. Na egal, meine Fantasie spielt schon wieder verrückt und befindet sich in anderen Sphären. Aber ich schätze, wir kommen nun zu unserem Thema. Oder insofern wir uns überhaupt auf ein Thema so festlegen wollen. Aber wir hatten uns etwas im Hinterkopf gedacht, wo wir zumindest ein wenig dran festhalten wollen und wo sich das Ganze drehen wird. Und das schätze ich mal, es ist so ungefähr so die Zukunft von Halo. Aber jetzt nicht im Sinne, dass wir groß irgendwie darüber reden wollen, wie scheiße alles ist, sondern vielleicht, was so die Entwicklung unserer Meinung nach verbesserungswürdig wäre. Die letzten Jahre und jetzt natürlich mit dem neuen Titel Halo 4, wie geht's weiter? Wie hat sich's entwickelt? Der Wechsel vor allem von Bungie zu 343 Industries, was haben sie vor allem falsch gemacht? Was war ihre Strategie? Was geht vielleicht nicht auf? Aber vor allem möchten wir, glaube ich, mal als erstes sagen, dass wir uns wahrscheinlich versprechen, weil das ist unser erstes Duel und wir entschuldigen uns schon mal im Voraus. Aber Bastian, dann fang doch du schon mal mit dem Thema an. Ja, wir haben uns gedacht, wir reden ein bisschen über Fluktuation von Halo-Spielern. Heißt, warum sind mittlerweile bei Halo 4 weniger online wie in Reach-Zeiten? Oder in Halo 3-Zeiten. Oder in Halo 3-Zeiten, ja, die grandiosen Halo 3-Zeiten. Ja, hochgelobt. Die goldenen Jahre. Das ist, glaube ich, ein erster Punkt. Also, wer von euch, mal ganz ehrlich, spielt immer noch Halo 3? Ich auch, ich gebe auch die Hand. Ja. Ich bin auch dabei. Und da bleiben natürlich viele Leute dran hängen. Absolut verständlich, ist auch legitim. Aber schade natürlich für die neuen Titel. Ja, aber dann kommen wir zum Punkt. Fall. Es hat sich natürlich viel geändert. Halo Reach war das erste Mal, dass es Armor Abilities gibt. Damals noch durch Bungie eingeführt. Die haben da den Druck von Microsoft gespürt. Sie haben gesagt, wir finanzieren nur das Spiel weiterhin, wenn ihr auch hier was tut, wenn sich hier was entwickelt. Wir können nicht Halo 10 mal hintereinander verkaufen. Es muss kein neuer Titel sein, aber neue Ideen, neue Initiativen, die dann auch vielleicht natürlich die Verkaufszahlen letztendlich steigern sollen. Und natürlich mehr Spieler ansprechen. Das auf jeden Fall. Ja, das Ganze hat generell eigentlich in Reach, hat man aber leider gemerkt, dass dieser Druck von Microsoft da war. Es hat ein bisschen gezwungen gewirkt. Es war nicht unbedingt irgendwie eine sehr kreative Einführung, muss man sagen, in das Halo-Universum, sondern eher eine recht zwanghaft implementierte Einführung von Klassen und Ähnlichem. Sehr und Perks eben im Sinne von Armor Abilities. Und ich schätze, das hat auch vielen Halo-Spielern eben sehr negativ aufgeschlagen. Definitiv. Das war auch dann der Zeitpunkt, ich weiß nicht wann genau dann die anderen Spiele rauskamen. Call of Duty war dann, ist auch die letzten Jahre übelst gewachsen, total viele Leute, die das spielen. Battlefield 3 kam, glaube ich, dann ein Jahr später nach Halo Reach oder ein halbes Jahr, genau weiß ich es nicht. Das sind auch viele. Ja, es hat sich natürlich dann einfach so in der Art und Weise verändert, dass die Leute, die klassisches Halo-Spiel noch kannten und gesagt haben, ja, das ist jetzt aber nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das gern wünsche, hat sich einfach extrem verändert. Und dann kam der große Stern am Himmel, die große Hoffnung von vielen Leuten. Eine Zahl steht wieder hinter Halo, ne, nach ODST, der Erweiterung und Anniversary, was da alles gab. War alles nett. Halo 4, so viel Potenzial. Waschi, wie gefällt es dir? Oder wie? Also Halo 4 an sich finde ich nicht so schlecht. Also es sieht gut aus, die Sounds von der DMR und von der BEA sind der absolute Hammer. Allerdings die Spielmodi lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist Competitive, was in Halo Reach vor allem viel gab, ist leider verschwunden. Kommt ja noch. Höchstwahrscheinlich kann man es heute auch vielleicht hinzufügen, nicht nur in Halo Reach, sondern gerade eben auch von Halo 3 aus. Ja. Zusammen wurde ja in Reach schon mit dem Loom relativ gemeckert.
dass dort einiges rausgenommen wurde mit der Randomness. Ja, random, ne? Join in Progress. Aber wir gehen jetzt nicht weiter auf Spiel drauf ein, sondern 343 Industries, was haben die sich dabei gedacht oder wie sieht die Zukunft aus? Halo 4 war gleichzeitig noch eine Ankündigung für eine neue Trilogie. Sie haben jetzt Loadouts eingeführt. In welche Richtung geht es dann? Kommt dann im nächsten Halo mehr Loadouts? Hat jeder seine Lieblingswaffe? Allein jetzt kommt schon der Moment, wo sich rauskristallisiert, welches sind meine Lieblingswaffen, welches sind die guten Overpower, zeige ich jetzt mal, oder einfach nur starken Waffen. Boltshot ist das gleiche Stichwort. Natürlich will die jeder verwenden. Und dann, wie kann man noch die Spiellisten und die Spielmodi so, 343, kann die noch so beeinflussen, dass sie sagen, hier, wir setzen euch wieder Loadouts hin. Die müsst ihr nehmen, weil dafür stand Halo ja bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Jeder hatte am Anfang die gleiche Chance. Es lag in der Mitte von der Map, jetzt einfach mal so gesagt, irgendeine Powerwaffe. Und da musste man natürlich da hingehen und wissen, wo die liegt und so weiter. Und das wurde jetzt rausgenommen. Jeder joint jetzt mit einer anderen Waffe in eine Spielliste rein und hat dann, je nachdem, einen Vorteil oder nicht. Das auf jeden Fall durch die Loadouts, muss man sagen. Oder haben sie sich sehr, sehr viele Optionen selbst weggenommen, mit der man jetzt vielleicht Waffen besser map-spezifisch platzieren könnte und oder vielleicht ganz aus dem Spiel rausnehmen konnte, weil früher gab es ja eben dieses Standard-Loadout, das man von Anfang an immer hatte und das konnte natürlich jede Waffe beinhalten, als auch natürlich konnte man jede Waffe beliebig dann dadurch auf der Map platzieren. Dadurch, dass man es natürlich mehrere Waffen nehmen kann, stellt sich jetzt natürlich heraus, dass man nicht einfach so jetzt wieder Waffen entfernen kann, ohne die Käufer zu verärgern, also momentan die Halo 4 Spieler, die jetzt sich vielleicht gerade mit Halo 4 neu dazugekommen sind und sich daran gewöhnt haben und das gewohnt sind. Es wäre nämlich somit zu sagen, dass die Loadouts vielleicht nicht wirklich eine sinnvolle Änderung waren und eher wieder auf Druck von Microsoft und ähnlichem passiert sind und ja, einfach nicht unbedingt die Art, die Halo darstellt, unterstützt. Genau, also viele Leute, ich kenne auch viele, die haben mit Halo 4 angefangen, die haben vorher noch kein anderes Halo gespielt, denen macht es jetzt recht Spaß und hier ist so eine Art Wechsel von der Community im Gange. Also wir sind natürlich auch neu, ne? Hallo an alle da draußen. Aber wir haben die früheren Halo auch gespielt. Also wir haben auch Halo 3 und Reach gespielt und deswegen können wir da mitsprechen und möchten einfach mal unsere Meinung dazu sagen. Und apropos Meinung, das bringt mich auf den nächsten Stichpunkt. Ich weiß nicht, wer das Video von Ninja gesehen hat, auf YouTube vor 3-4 Tagen. Da hat er auch Stellung dazu bezogen und hat gesagt, Leute, wie ihr mit Kritik umgeht und wie böse und schlecht eure Kritik im Internet ist, beeinflusst zukünftige Halo-Spieler. Anstatt das an 343 direkt zu schreiben, die sich wirklich um Kritik bemühen, die mehrere Patches in Bearbeitung haben und die auch annehmen und wirklich durchlesen, was sehr zeitaufwendig und sehr organisatorisch anspruchsvoll ist, meint denn ja, ihr postet es unter Amazon oder irgendwelche Internetplattformen, wo irgendwelche Leute sich über ein Spiel erkundigen wollen, ein neues Spiel, ein neues Halo, schauen sich da die Kommentare durch und werden sofort mit einer Meinung beeinflusst, die sie auch aufnehmen, was einfach schlecht über das Spiel ist und das Spiel schlecht dastehen lässt. Und das ist bestimmt nicht im Sinne von 343. Die haben sich auch Mühe gegeben, denke ich. Und die wollen auch, dass das Spiel gespielt wird und gut ankommt und haben da auch, wie man natürlich sieht, in der Kampagne viel Herzblut reingesteckt und das ist einfach ein negativer Punkt, wo ich auch mit Ninja absolut übereinstimme, wie mit der Kritik umgegangen wird, ist einfach nicht richtig. Ich schätze vor allem, dass es nicht nur nicht gut für 343 wäre, sondern generell für die gesamte Halo-Community, aufgrund der Tatsache, da wir eh schon relativ viele Spieler mit den Änderungen von Reach und Halo 4 verloren haben, die höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen werden, auch wenn sich Halo nochmal auf die Grundwerte besinnen wird. Weil sie vielleicht, was weiß ich, ganz auf eine andere Serie umgestiegen sind oder vielleicht noch schlimmer, muss nicht unbedingt sein, aber die halt ganz mit dem Zocken aufgehört haben, ja. Und somit sollte man vielleicht auch nicht unbedingt jeden Zuwachs gleich wieder vertreiben, indem man gleich schlechte Stimmung macht. Das in Halo 4 nicht alles unbedingt in Ordnung ist. Ich glaube, das ist klar. Vor allem, was ich befürchte, ist, dass vielen Leuten nicht unbedingt klar ist, was das Gameplay von Halo ausmacht. Unter anderem vielleicht auch zum Teil 343, als auch den Neuankömmlingen.
Halo ist nämlich, wenn man so will, also zumindest vergleiche ich es immer damit oder versuche es so ein bisschen in Bezug zu bringen, ein sehr ähnlich einem Arena-Shooter. Mit anderen Worten, Arena-Shooter sind ja die Shooter, wo man eigentlich von Anfang an immer mit den gleichen Bedingungen startet und dann auf der Map besondere Positionen hat, an denen Power-Ups spawnen oder die halt man generell kontrollieren sollte. Das wären dann die sogenannten Power-Positions, wo man eben dann Vorteile erhält. Und dadurch, dass man eben dann besser spielt, kann man eben diese Position halten und diesen Vorteil dann eben nutzen. Ja? Und darauf basiert Halo. Unter anderem wird das auch dadurch deutlich, dass es in Arena-Shootern nie Ironsights gibt, um eine möglichst schnelle als auch zweikampflastige Bewegung eben zu garantieren. Was ja in Halo durch das Strafing auch, es verlässt mich meine Stimme, deutlich wird. Was mit Ironsights somit nicht möglich wäre. In allen modernen Shootern, in denen man in Ironsights gehen kann, wird man dann sofort total langsam. Ja? Was ja auch klar ist, man ist in Ironsights, wenn man Ironsights hat, nie so beweglich und könnte so ein Movement wie Halo oder generell Arena-Shooter haben, nie und nimmer umsetzen. Und absolut, ich bin auch mit Movement absolut und ich muss echt sagen, die Umstellung auf Halo 4, vielleicht hast du es ja auch gemerkt, Movement ist ein bisschen schwieriger geworden, oder? Ich krieg das nicht mehr hin. Es ist auf jeden Fall wieder schneller geworden und eher mehr wie in Halo 3, wenn man das jetzt vergleichen wollen würde. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, da schnelles Movement immer gut ist, um ein Competitive Spielverhalten zu erzeugen, ja, weil man dadurch halt besser das strafen kann oder halt ausweichen. Und dadurch eben deutlich mehr lernen muss, was diese Aspekte betreffen. Absolut. Also ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin mal gucken. Die MLG-Liste soll ja noch kommen. Neue Updates werden auf jeden Fall auch kommen, wo sie vielleicht auf das Blue noch mal ein bisschen korrigieren, Waffenbalancing. Das sind Sachen, die man ja noch ändern kann. Ja, grundlegend können sie an dem Konzept, was hinter Halo 4 steht, nichts mehr ändern. Aber es wird auf jeden Fall noch was kommen, was allen Leuten aus der Community wollen sie ja den Gefallen tun. Hier für dich der Spielmodi und hier für dich einmal mit festen Loadouts, mit Loadouts, die du setzen kannst, Benutzer definiert. Und auch natürlich ganz wichtig, auf was alle warten, ist, um was auch in den nächsten Halo-Teilen auch unbedingt wieder besser sein sollte, ist die Benutzer definiert in Schmiede und in der Custom-Lobby, dass man sich seine eigenen Spiele mit Respawn-Zeiten und Flag Run, dass man das alles wieder einstellen kann. Diese ganzen Möglichkeiten haben sie viel weggenommen, viel funktioniert nicht. Auch das Dateisharing hat irgendwie am Anfang rumgebackt. Wenn das alles funktioniert, das können sie noch ändern. Das ist nicht Spiel ändern, also die ändern dadurch nicht Halo 4, sondern wenn sie das ändern, dann, dann auf jeden Fall geht es wieder in die richtige Richtung. Auf jeden Fall, ja. Das große Problem ist halt, was ich schätze, was nicht passieren könnte, ja, wo man vielleicht 343 auch darauf aufmerksam machen müsste, dass die ganze Sache mit Loadouts und ähnlichem einfach nicht in das Grundspielkonzept von Halo passt. Man kann es jetzt zwar implementieren, dass es auch spielbar ist und auch Spaß macht, aber es ist nicht unbedingt fördernd für das Gameplay, wie man vielleicht bei Reach und Halo 4 eben auch sieht, da es eben nicht unbedingt den Grundaspekten eines Arena-Shooters entspricht, so wie Halo 4 zumindest im Ansatz ist. Die Bewegung ist nicht ansatzweise so schnell wie bei einem richtigen Arena-Shooter, es gibt doch nicht ansatzweise so viele Power-Ups, aber vom Herzen her ist Halo doch ein Arena-Shooter. Und ich schätze, dass 343 sich da besinnen müsste und auch mal vielleicht an Innovationen denken sollte, die dieses Konzept auch mehr unterstützen und vielleicht auch mehr darauf aufbauen, die so gesagt mit diesem Grundkern mehr harmonieren. Und ich schätze, dass das eben auch unbedingt der Halo-Community nicht wirklich klar ist, zumindest der neuen, dass Halo in gewisser Weise auch ein vom Grundstein her ein Arena-Shooter ist und dass man vielleicht ganz weg von den Loadouts und ähnlichem gehen sollte und vielleicht sich eher andere Neuerungen überlegen sollte.
Die Sache ist nur die, 343 alleine wird da höchstwahrscheinlich relativ wenig ändern können. Was dort wirklich funktionieren muss, ist, dass man der Community das klar macht und dass die Community dann selbst aus eigenem Willen vielleicht sagt, okay, das und das ist falsch und das sollte man ändern. Aber halt als geschlossene Gruppe, so gesagt, damit es auch Sinn ergibt, das Ganze zu ändern. Also ich glaube, das wird schwierig, den neuen Halo-Spielern das klar zu machen. Dem müsste man quasi Halo 3 in die Hand drücken und sagen, guck dir das mal an. Und dann kriegen sie nur auf die Nüsse und dann war es das eh. Ja. Also ich denke, ein großer Schritt nach vorwärts wäre auch, jetzt sind die Map-Packs, die jetzt gerade kommen, sind ja alle auch noch Big Team, aber die waren jetzt eh schon während der Herstellung. Ja, aber die finde ich jetzt nicht so schlecht, die neuen Karten. Ich finde die nicht so übermäßig groß. Ja, was ich hinaus will, schon. Wenn man es über Arena spricht, dann, so wie der Quert schon gesagt hat, klar. Kleine symmetrische Maps mit Power-Ups in der Mitte, mit Waffen, damit man auf, als Team mit Kommunikation und Call-Outs auf Map-Control spielen kann, man kann zusammen trainieren. Das war die so Erfahrung, die ich in dem Alter gemacht habe. Oder auch The Pit bei Halo 3. Das waren Erfahrungen, die habe ich gemacht, bei der LAN und so. Das war für mich Arena-Shooter, das war für mich Competitive Gaming. Da werden sie auf jeden Fall das Angebot bei Halo 4 noch bringen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auf jeden müssen sie Fall, auch, ja. Müssen sie auch. Und das wird aber viele der Leute, die es momentan wahrscheinlich spielen, erstmal schockieren. Die werden da reinkommen, das ausprobieren und auf die Kappe kriegen und sich denken, was ist denn jetzt passiert? Ja, das ist gut. Gar nicht mehr das Halo 4, das ich vorher gespielt habe. Aber die können immer noch auf ihrem Big Team bleiben. Ich schätze auch generell, dass dadurch, dass Halo 4 so Sandbox ist und Halo eigentlich im Generell Sandbox geworden ist, also sehr stark veränderbar und anpassbar, denke ich schon, dass es zumindest zwei verschiedene Spiellisten geben wird. Ich schätze, also was ich persönlich hoffe, ist, dass es wieder eine Art Unterteilung wie in Halo 3 gibt mit Social und Ranked-Listen und dass in Social dann halt die meisten Veränderungen, die sie in Halo 4 gemacht haben, erhalten bleiben und bei Ranked vielleicht wieder sich mehr auf Competitive Gaming konzentriert wird und auf den wettbewerbsmäßigen Spielfluss, wenn man so will. Wie kann man Competitive eigentlich übersetzen? Das fällt mir nie eine gute Übersetzung dafür ein. Naja, wettbewerbsfähig. Wettbewerbsfähig, Gleichheit. Wettbewerb, also Competitive als wettbewerblich. Ja. Ja, auf Deutsch. Aber das hat gut, Competitors sind ja auch Wettbewerber auf Englisch. Ja. Das hat wirklich was dann eben mit einem, jetzt sag ich mal, Markt oder Umfeld zu tun, wo alle untereinander sich streiten. Ja. Kurz übersetzt. Aber ist ja auch wurscht. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist natürlich, Halo 4 ist erst einen Monat raus, Leute. Ne? Jetzt schon so harte Kritik. Und wenn ich nochmal einen Mythos in den Raum werfen darf, auf der 343-Seite stand irgendwann mal, ab 2013 gibt es diese Ränge pro Spielliste. Und das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Das wird so kommen, weil wieso? Wenn ich jetzt online spiele, ist die Hälfte von den Leuten schon fast auf Level 130, der maximale Rang. Das geht tierisch schnell, das ging extrem schnell. Selbst ich bin schon über 80 und habe wirklich nicht viel gespielt. Und deswegen wird dann Folgendes passieren, da der Rang ja eh nicht mehr höher geht. Ich weiß, bei Reach habe ich es niemals bis zum Inheritor geschafft. Du warst aber kurz davor. Nova oder so. Also, und das habe ich übelst gesuchtet. Aber das habe ich nicht geschafft. Und bei Halo 4 ist es gar kein Problem. Und deswegen wird 2013, so wie in Halo 3 die Ranked-Spielliste, also Pro-Spielliste, wo du dann jeweils einen Rang hast, das wird wieder kommen. Es muss und viel mehr kommen, weil sonst ist die Langzeitmotivation nicht unbedingt ist da. Genau, also das kommt, ich bin mir ziemlich sicher, es gab noch nirgendwo handfeste Belege. Ich habe es nur einmal gelesen auf der Seite. Doch, ist glaube ich soweit, ich weiß auch von 343 bestätigt, haben sie auch des Öfteren in den Blogs gesagt. Das einzige Problem, worum sich jetzt derzeit die Halo-Fans die ganze Zeit nur streiten, ist, dass 343 das Ganze scheinbar web-based und app-based machen will. Mit anderen Worten, man kann den Rang nur in Waypoint-Apps oder der Website einsehen und nicht im Spiel direkt. Ach du Kacke. Ah, oh, ne. Das wäre nämlich ein bisschen fail, weil ich glaube, dann würde es niemanden interessieren, weil niemand unbedingt da die ganze Zeit da vorbeischaut. Du hast auch keine Zeit, kurz bevor das Spiel anfängt, die 10 Sekunden im Ladebildschirm jeden deiner Gegner mit dem Gamertag im Handy einzugeben und zu gucken, welche Rang sie sind. Ja, ganz davon abgesehen, dass gerade diese Rangverbesserungen, die man noch immer haben wollte, es ist ja nicht so, dass man spielt und dann irgendwann mal vorbeischaut und sagt, oh, aha, der Rang bin ich, okay, könnte ich noch besser werden. Sondern es ist ja gerade dieser Nervenkitzel, wenn man jetzt, was weiß ich, Rang 29 ist und auf 30 aufsteigen will, ja. Und du genau diese jederzeit weißt, ey Mann, ich bin jetzt 29, ich darf jetzt nicht verlieren und ich muss jetzt da gewinnen, anstatt wenn du es im Web-based eben hast, dann oder eben nur in den Applikationen. Und dann sind auch wieder mehr Leute online. Blöd, weil man
darauf nicht so Bezug nimmt direkt vor dem Match. Ja, dann möchtest du wieder im Team spielen. Du brauchst wieder deine Leute, um zu gewinnen, ne? Ja. Das bei Team Doubles aus Halo 3 kennt. Auch ein großes Merkmal von Halo, dieses Teamplaying. Ja, dass man sich gegenseitig hochpusht und sagt, mit der Gruppe gewinne ich, das sind meine Kumpels, dann sind alle wieder online, alle spielen wieder Halo 4 und die Welt ist wieder schön. Ja, das möchte ich doch hoffen. Ja, ich weiß, was auch noch ein großes Problem ist, wenn ich das in so einen Raum werfen darf, wo es auch ziemlich viele kontroverse Meinungen dazu gibt, zumindest meines Erachtens, ist, dass 343 als auch ein paar der Competitive Scene von Halo gemeint haben, ja, sie wollen das Ganze ein bisschen mehr, also dieses Competitive Gaming jetzt auch wirklich in Ligen ein bisschen schmackhafter machen, indem sie es möglichst dem Grundspielprinzip angleichen. Mit anderen Worten, dass möglichst wenig Veränderungen zu dem, was man jetzt bereits gegeben hat, getan werden. Wenn wir jetzt so gesagt eine totale Veränderung hätten, indem man eben wieder rankt und Social Playlists komplett voneinander abgrenzt von den Spieleigenschaften her, wäre das natürlich nicht erreicht. Was ich persönlich aber meine, ist, dass Halo doch gerade dadurch, dass es ja Sandbox ist und so anpassungsfähig ist, doch eigentlich so ziemlich jeden zufriedenstellen könnte. Einerseits die Competitive Community, andererseits die halt nur ein bisschen zocken wollen. Und ich persönlich finde genau diesen Weg des Angleichens vielleicht genau die falsche Richtung, weil man dadurch eben diese Varietät, also diese Anpassungsfähigkeit von Halo in den Hintergrund stellt und wieder so viele Möglichkeiten rausnimmt, dass jeder sein Spiel in diesem Spiel sieht. Wie seht ihr das? Absolut. Ja, also ich sehe das so, Basch, wolltest du was sagen? Also ich sehe das auch so, die ganzen Fun-Modi, die sie ja entwickelt haben, da gibt es ja so viele Leute, die sind ja schmiedeverrückt, ich kann das überhaupt nicht. Und die erstellen da Spielmodi, ich weiß noch bei Halo Reach, ich gucke auch ab und zu Achievement Hunt, also Rooster Teeth auf YouTube, die machen ja auch, wie heißt das, Horse, Achievement Horse, also da diese ganzen Fun-Maps, wo man da irgendwo was ein Ziel erreichen muss mit verschiedenen Sachen. Oder auch, Halo wie hieß der Spielmodus bei Halo 3 und auch bei Halo Reach später, dieser Action-Sack, wo auch die verschiedenen Waffen man am Anfang hat, der auf verschiedenen Maps, einfach so Spaßmodi. Fiesta. Und das, ja, oder Fiesta oder so, das fehlt auch. Und natürlich, was ist bei Halo 4 passiert, ganz große Ankündigung und Werbung im Vorhinein, Griffball soll kommen. Die ganze Griffball-Community hat sich gefreut wie ein Ascht. Und einen Monat später kann man das Spiel immer noch nicht online spielen. Mhm. Na. Das ist auch noch, also, ja, warum? Einfach nur die Frage, warum? Das tut überhaupt nicht nötig. Man kann sie custom spielen, warum dann nicht auch online? Was hindert sie daran? Naja, das ist noch eine Frage. Ja, aber ich schätze höchstwahrscheinlich bei Griffball spezifisch auch noch werden. Griffball ist ja auch, wenn man so will, ähnlich wie MLG, soweit ich das zumindest mitgekriegt habe, auch so in Ligen und sowas zum Teil unterteilt. Und da gibt es ja, glaube ich, auch offiziellere Spielmodi von irgend so einem Oberzusammending. Keine Ahnung, ich kenne mich in der Griffcall-Community nicht so aus. Und ich schätze, dass die höchstwahrscheinlich noch am Feintunen sind mit ihren Spielmodi. Ich meine, MLG ist ja auch noch nicht spielbar und ich schätze, dass das höchstwahrscheinlich der gleiche Grund sein wird, dass die eben noch am Testen sind, um zu schauen, was denn das Beste für die jeweiligen Modi sind. Ja, da haben wir auch mal ein Video auf unserem Kanal gemacht zu den ganzen Competitive Settings, die man runterladen kann vom Gamertag DLESEL. Habe ich mal ein Video drüber gemacht mit den ganzen Maps. Das war noch Lesel, ja. Das war noch, ich wollte es nur buchstabieren, damit die Leute das auch eintippen können. Ja, ich weiß. da habe ich die vorgestellt, die waren dann bei Version 5 und 5.1 bereits. Die werden wahrscheinlich bei Version 10 sein, bis sie online sind, aber die sind am Ausprobieren und ich fand das echt nicht schlecht, wie das schon aussah. Die Maps waren gut. Die Ordnance Drops bieten dir quasi Armor-Abilities, die Bullshot lag auf der Map und jeder hat vom Anfang an die gleiche Loadout, die man wählen kann, also entweder BR, DMR und dann gab es Magnum, Versorgung, Granaten aufnehmen und schneller nachladen und sowas. Das hat mir echt gut gefallen, also guckt euch das nochmal an und könnt ihr auch nochmal euer Feedback in dem Video, auch hier in dem Video schreiben. Was haltet ihr von den neuen Spiellisten in Zukunft von Halo 4? Was wären da eure Wünsche?
oder was sind eure Wünsche von Veränderungen? Und jetzt möchte ich nicht, dass irgendjemand drunter schreibt, ja, die sollen Loadouts rausnehmen, Armor-Abilities rausnehmen und kleinere Maps anbieten. Das wird nicht passieren, sondern einfach nur diese kleinen Feindinge, was ihr euch wünscht, was vielleicht so ein Spielerlebnis einfach noch verbessern könnte. Na, wenn man wirklich derart grundlegende Veränderungen haben möchte, ich glaube, dann muss man höchstwahrscheinlich darauf abzielen, dass man eben ins Forum geht und dort wirklich mal sich wegen Halo 5 auch Gedanken macht und sich dafür einsetzt und dann vielleicht auch dort eben, wie gesagt, mal den Entwicklern klar macht, worauf denn Halo eigentlich basiert und warum diese Änderungen vielleicht sinnvoller wären oder warum man sich andere Änderungen überlegen sollte. Ich schätze, in Halo 4 ist auch noch einiges möglich, das Ganze zu formen. Und ich schätze, es wird auch passieren, aber gerade online wird es vielleicht, ich glaube, außer MLG keine wirklichen Spiellisten geben, die jetzt komplett 180 Grad sich umdrehen werden und vom Halo 4 Spielkonzept komplett absehen, sondern eben nur Kompromisse anbieten werden. Ja, das wird so sein. Aber gut, es soll ja nichts Schlechtes oder nichts Gutes heißen. Zumindest wenn man die momentane Entwicklung betrachtet, dass jeder irgendwie meint, dass man die Competitive Community und die Casual Community zusammenbringen will. Was meiner Meinung nach immer noch ein großer Fehler ist, weil ich finde, dass gerade dadurch die Diversität des Spiels doch verloren geht. aber... Jetzt ist im Hintergrund hier gerade Musik. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Und so wie es zu sein scheint, ist das nicht die Meinung von den meisten anderen Leuten. Weswegen, ja, sich das höchstwahrscheinlich nicht so großartig ändern wird. Es sei denn, man bemüht sich eben wirklich auch in den Foren. Was viele Leute nämlich auch noch vergessen ist, dass wenn man sich natürlich nicht meldet und nicht direkt an die Leute, an die Entwickler appelliert, ja, was eben durch, unter anderem durch die Foren von 343 geschehen kann, sich auch in Zukunft nicht so viel ändern wird. Und gerade mit 343 oder generell gerade mit Halo haben wir eigentlich noch einen Entwickler als auch Publisher, der da sehr für Änderungen zugänglich ist und eigentlich der sehr auf die Community eingeht. Das war in der Vergangenheit auch immer sowas. Also man konnte eigentlich echt was machen. Ich weiß auch nicht, wieso das gerade so falsch läuft, wieso die Leute die Kritik an den falschen Mann bringen. Bis jetzt waren die immer offen bei der Community Halo. Da waren die meisten Veränderungen sind da passiert, die meisten Wünsche wurden echt eingegangen. Und von Bungie natürlich vor allem und jetzt 343, die müssen wahrscheinlich noch so viele Erfahrungen sammeln, die haben jetzt echt. Ja, die müssen sich da erstmal einleben, finde ja. ich, glaube ich. Ist ja auch ihr erstes Spiel als Entwicklerstudio. Klar, die einzelnen Entwickler hatten natürlich davor auch schon in anderen Studien gearbeitet. Studios muss es heißen, nicht Studien. Studios gearbeitet und schon mehrere Games rausgebracht, aber als gemeinsames Studio ist es immer noch das erste Game und dass da nicht alles komplett glatt läuft, das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite hat Frank O'Connor, ne, Chef von 343, der hat ja schon bei Bungie gearbeitet. Also das stimmt natürlich. Aber trotzdem ist es ja immer noch, ich meine, ich glaube, Frank O'Connor hatte davor, glaube ich, noch nie so wirklich eine Position, die jetzt der seinen momentanen entspricht. Also wo jetzt auch wirklich Produkte, Marketing und so Zeug und sowas dazugehört. Das macht ja Produktplacement oder sowas, ja. Gut. Also ich meine, er ist ja jetzt nicht mehr rein für Story oder so, wo er davor, glaube ich, war, zuständig, sondern auch für... Man muss ja sagen, die Halo 4 Story ist ja wirklich gut geworden, also für den meisten... Hast du mir jetzt die auch... Die ist gut, ja. Ist gut gefallen. Kann man sagen, und ich schätze, dass... Cortana ist echt scharf und... und Master Chief sieht genial aus, also ja. Der Helm ist der Hammer. Sieht echt... Am Schluss sieht man ja sein Gesicht, wer es apropos noch nicht weiß, ne? Spielt es alleine auf dem Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es ist eh schon zu spät, da haben es schon, das Video hat auf YouTube eine Million. So, aber, ja. Wie gesagt, meine Information, wenn ich mal kurz sagen darf, meinen Informationen zufolge war nämlich Frank O'Connor hauptsächlich in Richtung Singleplayer bei 343 beschäftigt. Und der Singleplayer, muss man ja sagen, von Halo 4 ist ja super und ich finde auch, er passt perfekt in den Halo-Kanon. Und dort kann ich wirklich eigentlich nichts aussetzen. Also nicht wirklich viel, vielleicht ein paar kleinere Sachen, aber sonst eigentlich nichts, worum sich ja hauptsächlich momentan alles dreht, wo die Welt der Halo-Leute Kopf steht, ist der Multiplayer. Ja, und da können wir
nochmal ein Duel machen, wenn es dann die nächsten Patches abgelaufen sind, ja. Und sich eine Änderung mal gucken, ob sich da eine gezeigt hat oder nicht. Das gucken wir dann Anfang 2013 nochmal mit den Ranked-Listen, ja. Ob die dann wie nur auf dem iPhone sind und so und im Internet. Da gucken wir dann, ja. Also Gerd, ich bedanke mich absolut bei dir für die Möglichkeit. Uns hat's, war super interessant. Ebenso, unser erstes ebenso. Duel, gleichzeitig noch mit meiner Freundin telefoniert. war eine super Erfahrung. War übrigens nicht meine Schuld, ja. Petros seine Schuld, seine Freundin hat angerufen, nicht meine. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, ich wiederhole es nur nochmal. Okay. Einfach nur, um sicher zu gehen. Gut. Dass auch bloß jeder mitbekommt. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr fandet es genauso interessant wie wir. Da könnten wir uns stundenlang weiter drüber unterhalten. Aber ich denke mal, das reicht jetzt. Und vielen Dank nochmal. Genau, und da wir den Anfang machen durften, machst du jetzt den Schluss. Genau. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch und freue mich vielleicht auf weitere Videos in ferner Zukunft oder vielleicht auch in naher Zukunft. Und ich hoffe, euch hat das Video ebenfalls gefallen, wie uns beim Machen. Ja, und ciao, tschüss, sagt der Quert.